Wir knallen mal wieder, oder wir knallen auch wahrscheinlich, aber wir befreien erstmal ein paar Provinzen erstmal, würde ich sagen. Beziehungsweise, was heißt Provinz, so also eine kleine Stadt mal wieder. So. Das mit den, Monitoren am Anfang machen ist wohl am cleversten, solange die dich noch nicht suchen, weil ansonsten muss der Erste kommen, damit das funktioniert. Wir sind, oh ja, wir sind definitiv bereit. So, die Frage ist halt, ich will halt eigentlich meinen Raketenwerfer wieder. Aber ich könnte dann hier tauschen zumindest. Dann haben wir wenigstens einen Granatwerfer. Das ist auch schon mal etwas. Ich glaube, der Granatwerfer hat auch definitiv Interesse. Huch! Kann mir nicht vorstellen, dass der Granatwerfer weniger Bock hat. Wobei ich den Granatwerfer, ich weiß schon, warum ich den nicht mag. Das ist einfach so... Das Handling ist irgendwie kacke. Dass man irgendwie verstehen kann, was ich damit meine. Sehr schön, das war Nummer 1. Hier ist schon alles down. Dann können wir auch einfach mal wieder eine Granate werfen. Hier nutzen wir auch noch ein bisschen die Gelegenheit. Hallo! Mich da gerade runtergeschubst oder was? Das wirst du bereut haben. Nee, ich spiele das Spiel sicher nicht auf sehr einfach. Garantiert nicht. Das ist der ganz normale Schwierigkeitsgrad. So. Da hinten hätten wir noch irgendwas mit Interesse. Ach, das hat nicht gereicht. Na dann halt so. Was sind denn hier so viele Leute? Wenn wir hier so viele sind, dann haben wir alle Interesse an... Alter, what the fuck, Mann. Ich glaube, ich brauche mal Unterstützung. Ich glaube, Unterstützung wäre jetzt angebracht. Hier ist ja mega das Chaos. So. Oh, das riecht nach Gurke. Ich will auch. Was ist das hier für ein komisches Teil? Kann man das sprengen? Ich befürchte, das ist sogar schon kaputt. So, Propagandaplakat ist down. Ja, wir haben definitiv so einen kleinen Krieg ausgelöst. Da hinten haben wir noch ein Plakat. Eine Gefängniszelle habe ich noch übersehen. Oh. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wo ist denn die letzte Zellentür? Ach, hier. So. Warum ich den Schwierigkeitsgrad nicht höher stelle? Warum? Es gibt leider nicht ein vernünftiges Argument, warum man das tun sollte. Damit ich schneller sterbe? Wow. Das ist jetzt auch nicht so geil. Das hält uns auch nur auf, wenn wir bedenken, wie viel hier zu tun ist. Bin ich froh drum, je schneller wir hier durchkommen. So. Ja, lassen wir es Betriebsunfall. Oder nennen wir es Betriebsunfall. So, und perfekt bei der Flagge gelandet. So, sind da befreit. Wunderbar. Und hier gibt es sogar eine Garage. Hier gibt es eine Garage. Das würde mich ja schon fast dazu bringen, hier mal wieder nach ein paar Autos zu suchen. Wie zum Beispiel dem Kollegen da hinten. Aber ich glaube, den haben wir sogar schon, ne? Hey, 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 das ist mein Auto! Ich nehm's dir doch nicht weg. Ich will, dass du mich fährst. Die RM-Truppen in Chinta sind Geschichte. Jetzt brechen neue Zeiten an. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei, Freunde. Ja, den haben wir noch nicht. Hallo.
Siehst du? Sorry, dich. Du, dich brauche ich. Denn, wie gesagt, wir haben hier eine Garage. Ja, Mann. Okay, gibt ihr nur einen Weg. Huf. Sorry, man sollte beim Autofahren einfach nicht in den Chat gucken. Und ja, wir haben alle was davon, wenn wir von Twitch Turbo reden. So, einmal scannen zum Mitnehmen. There we go. Okay, ein Wagen abgeliefert. Na, ist doch super. Wie wär's mit dem? Haben wir dich schon? Ja, hab ich. Aber ich kann ja trotzdem mal so ein bisschen gucken. Wie gesagt, wir hatten jetzt gerade so kranke Action. Es ist schon fast ein Segen, mal ein bisschen nach Autos gucken zu können, beziehungsweise Ausschau zu halten. Oh, da haben wir definitiv was nicht. Das Motorrad dürfen wir nicht haben, ne? Ja. Ich darf mich da nicht dran ziehen. Doch. Ho! Das geht ja sogar perfekt. Und dadurch, dass mein GPS nicht zurückgesetzt wird, ist es sogar ziemlich nice. Oh Gott. Oh Gott, wir sind ja gefühlt noch nie Motorrad gefahren. Vielleicht sollte ich... wie fahre ich denn da einfach hoch? What the hell? So, wie gesagt. Ich bin jetzt mal vernünftig beim Fahren, nicht auf den Chat gucken. So. Das Bike sieht gut aus. Ja. Sag uns wohin und wir liefern es dir, wann immer du es brauchst, Rico. Ich weiß. Was ist mit dem Kleinen? Den Käfer habe ich schon abgegeben, gell? Ja. Den Käfer haben wir definitiv schon abgegeben. Oh, was ist mit dem hier? Da! Dich haben wir noch nicht. Ja, es ist Rico und er nimmt dir das Auto weg. Was sagst du denn dazu? So einfach ist es. So, dich parken wir schon mal irgendwo ganz da hinten. Damit wir gleich noch ein bisschen frei haben. Jo. Was mit dir? Habe ich dich zufällig schon? Dich habe ich tatsächlich schon, ja. Kannst du mich fahren? Hast du Bock? Vielleicht sind die ja nett oder so, weißt du? Okay, weil hier kann ich nämlich ehrlich gesagt mich nicht so schnell fortbewegen. Müsste ganz schnell... Okay, das hat nicht funktioniert. So. Ja. Okay, doch nicht. So, vielleicht kommt da direkt das nächste Auto, das wir noch gebrauchen können. Wie wäre es damit? Ne, dich habe ich auf jeden Fall schon. Den da drüben dürfte ich sogar auch schon haben. Sicher bin ich mir nicht, deswegen gucken wir mal nach. Bald werde ich ja irgendwann sowieso diese Autos... Hey, dich habe ich schon? Das ist Rico. Das glaubt mir kein Mensch. Warum nicht? Ist das... Oh, dich habe ich. Sowas. Darauf wird es bald irgendwann hinauslaufen, dass ich halt einfach so durch die Gegend fliege und dann halt einfach zufällig irgendwelche Wagen finde. Also ich werde jetzt wo ich gerade in der Nähe der Garage bin, habe ich halt gesagt, gut, weißt du was, brauche ich dich auch? Nee, kein Militärfahrzeug. Warum nicht? Jetzt wo ich gerade bei der Garage bin, kann ich ein paar sammeln. Ansonsten werde ich aber nur noch irgendwann sammeln, wenn ich wirklich dran zufällig vorbei gehe, fliege, etc. und dann sag, okay, jetzt nehmen wir das mal schnell mit. Wenn wir wirklich gerade zufällig eins finden. Ansonsten werde ich jetzt nicht wirklich so korrekt Ausschau nachhalten. So, wieder einen. Wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. Ja, das geht doch alles ganz gut. Au! Oh, was ist mit diesem Roller hier? Ah, den Roller haben wir schon. Au! Fährt er mich einfach um? Fährt der mich einfach um? Wie sieht's mit dir aus? Dich habe ich schon. Kann wahrscheinlich, ist auch gut möglich, dass pro Gebiet andere Wägen logischerweise irgendwann mal kommen. Das kann schon auch sein. Weshalb es wohl so oder so früher oder später Sinn macht, mal das Gebiet zu wechseln, um dann
auch dementsprechend andere Fahrzeuge zu finden. Aber das war ja mal ein seltsamer Salto. Komm, nimm mich mal mit. Ich finde das ganz lässig, wenn die mich hier, fahren. Ich lege mich doch nicht mit einem bewaffneten Mann an. Nein, ich sag nichts. Sag nichts? Ich sag auch nichts. Theoretisch könnte ich sogar auch mehrere mit dem Greifhaken erwischen und dann mehrere abgeben. Weil ich glaube, das ist zu stressig. Das ist schlichtweg zu stressig. Ist das auch ein Gebiet, was ich schon wieder hier erobern muss? Das sieht nämlich so ein bisschen so aus. So mit diesem großen... Ja, das ist wirklich was, was ich erobern muss. Ja, was ist denn los? So, weißt du, früher noch ganz vorsichtig mit dem Greifarm gemacht. Und jetzt mittlerweile auch nur noch so, fuck off. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. So, wir ballern hier alles kaputt. Oh. Ey! Habt ihr jetzt selber Granatwerfer oder was ist hier los? Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Oh, ich bin fast tot. Bin fast tot. Dann sollten wir gleich mal mit dem Rebellenabwurf uns mal diverse Waffen liefern lassen. Sag mal, geht das Teil mal kaputt? Yo, mit einer Granate geht es kaputt. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. So, jetzt haben wir nichts mehr. Nee! Der hat mir weggesnipert. Headshot. Der hat mir einfach einen Headshot verpasst. Okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Der hat mir einfach geheadshottet. Na schön, aber das ist jetzt ein kleines Gebiet. Munition ist gut. Wie? Darf ich nicht. Das ist nicht okay. Dafür? Jedes Mal, wenn wir sterben, haben wir wieder frische Munition. Jo! Das ist der einzige, wirklich sehr geile Vorteil. So, nur noch eine Sache und... Au. Und ich habe schon gesehen, was es ist und wo es ist. Und deswegen, tschüss. Das war's. Jo, siehst du, das war eine einfache Sache. So. So ein Feuerchen ausmacht. Was? Oh, stopp, warte mal. Nee, okay. Haben wir dich vielleicht noch nicht? Du siehst irgendwie so aus, als könnte ich dich noch nicht gehabt haben. Ich hab dich schon? Okay. Warum nicht? Und du? Auch so ein Käferlein, das ich schon habe scheinbar. Wollte mich jetzt eigentlich gar nicht mehr an den Fahrzeugen aufhalten. Sondern lieber hier wieder so ein Gebiet sprengen, weil hier wäre direkt das nächste. Ja, warum eigentlich nicht? Spricht da irgendwas dagegen? Das ist auch wieder nur so ein super kleines Gebiet. Was soll's? Rampa to the Zamba! So, ich will ja nicht meckern, aber ich glaube, das Ding ist durch. Whoops! Und tschüss. Das war super schnell, oder? Das war super schnell, oder? Holy shit. So, was haben wir hier? Leuchtfackeln. Los, bitte komm. Warum antwortet niemand? Ich glaube, das war ziemlich stark. So, dann können wir direkt zum nächsten Gebiet gehen. Ich sehe dahin alles, was irgendwo da hinten rot markiert ist. Da bin ich sowieso am Start. So, das muss ich ja... Ah, da! Doch, das zählt auch schon. Ah, ich habe keine Munition mehr. Okay, die schießen schon... die zielen schon auf mich. Vielleicht ist so ein Rebellenabwurf vielleicht gar nicht mal so dumm. Ich glaube, das können wir eigentlich mal machen. Ja. Ich brauche mal so langsam wieder ein bisschen Munition. Ich habe immer noch keine Spezialmunition. Das ist mega... Doch. Die hier.
Was ist das? Luftangriff? Verarschen? Ne, Moment mal. Echt jetzt? Ich das gerade richtig gesehen? Luftangriff? Das klingt super interessant. Das war gerade im Übrigen ein geiler Move, oder? Nee, wollte ich einfach mal so gemacht haben, aus Spaß. Ich muss unbedingt mir mal das angucken, wie das mit dem Luftangriff aussieht. Das klingt nämlich irgendwie ziemlich krass. Das muss ich mir unbedingt angucken. Weil bisher habe ich immer selber durch Luftangriffe auf den Sack bekommen. Was ist, wenn es jetzt mal Zeit ist, dass ich das mache? Hi! Warum ist das nicht gut? Wegen ihm hier? So, ich finde ihn eigentlich sogar ziemlich gut. Dann geht das Ganze ja gleich noch viel schneller. Ah, bis wir wieder abgeschossen werden. Scheiße. Fuck. Was ist? So, hier. Ja, dann sind wir jetzt Zeigefinger-Krüppel. Das passiert schon mal. Oh, ich werde hier wieder so ekelhaft abgeschossen. Da habe ich eigentlich direkt gar keinen Bock drauf. Muss ich auch nicht machen, ne? Whatever. Wo ist eigentlich unsere nächste Story-Mission? Wie sieht's denn aus? Was geht wo? Hier drüben? Warum nicht? Ganz ehrlich, dann fliege ich lieber zum nächsten Gebiet, als dass ich mich mit dem den jetzt ärgere. Das könnte mich auch wieder so ein Teil sein, wo ich mir denke, ja, vielleicht gibt es das später weniger Ärger. Wer weiß das schon. Wow, das ist sehr gelohnt. So. Wo ist der Spaß? Ach, da drüben. Ah, 4 Kilometer. Ich habe jetzt kurz überlegt. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ob ich eventuell nicht doch lieber eine Art Schnellreise mache. Aber ich habe ja hier noch so gut wie gar nichts. Ist noch eine Menge gesperrt hier, ne? Das ist jetzt auch schon alles auf der großen Insel, oder? Nee, oh Gott, wir sind noch lange nicht auf der großen Insel. Aber wahrscheinlich ist die große Insel dann Akt 3, ne? Hier war so ungefähr Akt 1, hier wird Akt 2 sein. Und auf der großen Insel wird dann Akt 3 sein. Also ich muss mir mühevoll hinfliegen. Es sei denn natürlich, wir machen es uns ein Ticken leichter und holen uns schnell, nee, kein Helikopter, sondern ein Flugzeug. So. Wenigstens steht das Flugzeug schon mal richtig und ich kann es perfekt einsetzen. Ich glaube, wir machen ein bisschen Zeit gut, wenn wir das mit dem Flugzeug schnell machen. 4 Kilometer ist doch ein bisschen weiter. Ja, scheiß auf dein Bodenteam, Gronkh. Ich bin weg. Ich bin weg. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Das ist mal. Das geht auch schon um einiges schneller, ne? Ganz oben auf dem Berg möchte ich auch irgendwann nochmal. Alleine wegen der Aussicht. Das dürfte auch schon ziemlich episch sein. Gucken, was haben wir da hinten für einen Riesensatellit schon wieder. Überhaupt durch die... Über die...
Map mal fliegen ist nicht dumm, um die ganzen Gebiete mal zu sammeln. Ja, dann wählen wir das noch an. Oder lassen hier direkt das Flugzeug abstürzen irgendwie. Ich habe einfach mal Hoffnung, dass es irgendwo bei denen... Okay, nee, es ist irgendwo da hinten zerschellt. So, eine lange, gefährliche Straße. Das klingt ja schon mal so, als wäre man hier länger unterwegs. Dann glaube ich das auch tatsächlich. So. Halt. Das war falsch, aber irgendwie hat das mit der Landung noch geklappt. So, eine lange und gefährliche Straße. Da habe ich auch Bock drauf. Moment mal, ist das noch hier ein Gebiet? Das ist ja ein ganz kleines Gebiet. Aber eine Statue und zwei Lautsprecher und dann ist das befreit? Na, das können wir auch noch schnell machen, oder? Was ist das denn hier? So. Kannst du mal aufhören, hier mit deinem C hier im Nahkampfangriff zu drücken? Nein! Guck, das wollte ich jetzt gar nicht. So, Showtime. Ich hab gehört. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Luftangriff! Wir schicken Boote zu eurer Position. Das ist jetzt geklappt. Irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es das nicht getan hat. Komm schon. Okay, ich bin fast down. Das ist nicht so geil. Ich bin wirklich fast tot. Hallo. Ich will nicht sterben. Okay, ich sterbe. Wow, ist hier viel los. Kleines Gebiet mit nur zwei Statuen, einer Statue und zwei Lautsprechern. Aber hier ist eine Menge los. Das ist nicht okay. So. Eine Statue noch. Ja, komm. Die machen wir jetzt aber schon auch noch. So, wie läuft das jetzt hier nochmal? Warte. So. Jetzt höre ich dann Luftangriff kommen. Diese Statue ist zerstört, Mann. Aber sowas von... Ach, guck mal, das habe ich wohl nicht zu Ende zerstört vorhin. Nur so semi. Dann halt jetzt. Tja, und dieses Gebiet ist damit eingenommen. Das war einfach. Wir sind zwar gestorben, aber das ist egal. Eine Stadt nach der anderen. Eine Stadt nach der anderen. So läuft's im Business.